Okay, habt ihr ansonsten ein bisschen Kapazität, um ein bisschen Wissen über das elektrische System im Airbus aufzusaugen? Oder ich gebe die Frage einfach mal vielleicht an euch erstmal weiter. Wo kann denn generell unser Strom fürs Flugzeug herkommen? Was haben wir denn so für Quellen? Und vielleicht weiß es ja auch schon einer, wie werden diese Quellen denn so priorisiert? Aus der Steckdose. Aus den Handys der Passagiere. Sehr gut, genau. Also so wird die Zukunft des Fliegens dann aussehen. Ihr müsst dann alle euer Handy vom Start abgeben. Das wird dann komplett leer gezapft und dann... Und dann kriegt ihr das leer, wenn ihr in Hurghada gelandet seid, dann wieder in die Hand gedrückt. Perfekt, sehr gut. Zwei Triebwerke, sehr gut. Zwei Triebwerke, das ist ja gerade im Flug eigentlich die Hauptquelle unseres Flugzeuges und ist auch jetzt der Fall. Ne? Wir kriegen vom linken Triebwerk und vom rechten Triebwerk Strom. Wie das Ganze abläuft, gucken wir uns gleich noch genauer an. Genau, Nidalapferd, das war schon mal ein guter Punkt. Triebwerke, ansonsten Batteries haben wir noch, genau, APU und Engines, glaube ich. Genau, und eine Sache fehlt noch. Genau, CJ hat es hier noch mit dazu gezählt. Ne? Also wir haben noch ganz grundsätzlich unser External Power und genau, wir haben auch noch einen Emergency Generator und sowas da. Da kommen wir jetzt dann später drauf, aber ich meinte jetzt erstmal so die ganz grundsätzlichen Systeme, die wir so in der Normal Operation benutzen. Genau, also wir haben zum einen unsere Triebwerksgeneratoren, wir haben zum anderen unsere APU und wir haben zum anderen unsere External Power. Jetzt sehen wir mal an, wir haben alle drei Sachen angeschlossen. Wir haben sowohl unsere Triebwerke laufen, also laufen die Generator. Wir haben unsere APU am Start, das heißt unser APU Generator könnte Strom liefern. Und wir haben eine External Power angeschlossen. Was würde unser Flugzeug quasi als Quelle wählen? Und was würde es als zweite Quelle wählen und was würde es als dritte Quelle wählen? Vielleicht weiß das einer, aber das ist schon sehr nerdiges Wissen, wenn ihr das wisst. Tipp mal auf Triebwerke, ist ja auch im Flug. Genau, also Priorität Nummer 1 haben immer die Triebwerke, also die Generatoren, die an den Triebwerken hängen. Ah, Speedbrake ist auch wieder rausgefahren, perfekt. Okay, dann machen wir es vielleicht doch lieber so von hier oben, dann sehen wir nämlich auch, wenn das Flugzeug komische Dinge macht. Priorität Nummer 1 haben immer die Triebwerksgeneratoren, das heißt, solange die Generatoren laufen, nimmt das Flugzeug auch von den Generatoren den Strom. Zweite Priorität hat die External Power, das heißt, wenn wir am Boden stehen, unsere APU läuft und wir haben eine External Power angeschlossen, dann nimmt das Flugzeug zuerst die Power von der External Power und würde erst, wenn die abgenommen wird, dann auf die APU Generator wechseln. Weil es ist natürlich für uns ein Vorteil am Boden, wenn wir nicht die ganze elektrische Last auf unserem APU Generator haben, sondern der Hauptteil des Stroms quasi von dem externen Tool kommt oder von dem externen Aggregat, was draußen steht. Soweit also, glaube ich, ganz klar. Ne? Wir haben diese Priorisierung eben, Triebwerksgeneratoren, die werden priorisiert genommen. Dann, wenn nicht Generatoren vom Triebwerk verfügbar, dann würde die External Power genommen werden. Und wenn auch die nicht verfügbar ist, dann würde die APU genommen werden. Also, ganz generell haben wir gesagt, Hauptquelle für Strom unterwegs ist immer unser Triebwerk. Unser Triebwerk, im optimalen Fall, läuft es im Reiseflug und bleibt auch den ganzen Flug laufen, bis wir an unserer Destination ankommen. Hier unten in unserem Triebwerk ist ein kleiner Generator versteckt. Wer von euch weiß, wie dieser kleine Generator heißt? Mir reicht auch die Abkürzung, ihr müsst mir nicht genau sagen, was die Abkürzung bedeutet, aber wie heißt dieser kleine Generator, der sich hier unten im Triebwerk drinnen befindet? Nicht direkt der Generator One. Der Generator One wäre dann der nächste, der in der Reihe kommen würde. Felix mache ich zwischen 40 und 30, genau. Ja. Sorry, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit so vom Thema hin und her wechseln, deswegen muss ich jetzt wieder zurück zu meiner Frage. Genau, das sind die IDGs, CJ Dukes, sehr gut. IDGs, das steht für Integrated Drive Generator. Ist also ein kleiner Generator, der sich auf beiden Seiten unten hier in unserem Triebwerk befindet. Und wenn wir jetzt nochmal auf unsere Elec-Page gucken, dann bekommen wir den hier unten auch angezeigt. Also unser IDG 1, der ist hier auf der linken Seite, hängt am linken Triebwerk dran und unser IDG 2 hängt am rechten Triebwerk dran. Unsere IDGs können dadurch, dass ja das Triebwerk jetzt die ganze Zeit am Laufen ist und das Triebwerk Schub gibt und so weiter, können die IDGs Strom abnehmen oder Strom produzieren. Und dieser Strom ist übrigens Gleichstrom. Wir haben ja schon mal beim letzten Mal ein bisschen drüber geredet, wir haben im Flugzeug ganz generell zwei verschiedene Arten von Spannungen. Wir haben hier einmal den Wechselstrom, habe ich gerade Gleichstrom gesagt, Entschuldigung, also das hier ist Wechselstrom, AC, Alternate Current, und dann haben wir hier oben DC, also Direct Current, in dem Fall Gleichstrom. Unsere IDGs, übrigens hier steht die Temperatur von diesen Generators daneben, 97 Grad, diese IDGs liefern quasi den Strom für unsere Generator.
Und ihr seht, IDG 1 liefert also den Strom für Generator 1 und IDG 2 liefert den Strom für Generator 2. Wenn wir jetzt mal gucken, die Load, die auf den Generators ist, die ist ungleich verteilt. Warum das so ist, da können wir später, wenn wir noch genug Zeit und Lust haben und noch weiter in die Materie möchten, gerne nochmal drauf eingehen. Ist aber durchaus realistisch. Also ne, unser linker Generator hängt am linken Triebwerk, rechter Generator am rechten Triebwerk und beide bekommen ihren Strom quasi über die IDGs, über die Integrated Drive Generators, die in den Triebwerken quasi unten verbaut sind. Der IDG Drü, genau. Wir müssten da IDG Drü abschalten. Wechselstrom weiß nicht so richtig, was er will, und Gleichstrom ist das gleich, was man mit dem machen will. Starkstrom, weil man damit starke Sachen machen kann. Genau, also es ist halt ganz grundsätzlich so, manche Systeme in unserem Flugzeug brauchen halt Gleichstrom und manche brauchen Wechselstrom. Und deswegen haben wir halt eben teilweise hier AC und teilweise DC-Buses. Zu den Buses kommen wir jetzt gleich. Ganz grundsätzlich haben wir jetzt also hier diese zwei Generatoren und jeder dieser Generatoren versorgt einen sogenannten AC-Bus. Also einen Wechselstromverteiler, so kann man es vielleicht ganz einfach ausdrücken. Das müsst ihr euch so vorstellen, diese AC-Buses oder auch die DC-Buses, das sind so ein bisschen die Verteilerstationen für den Strom. Das heißt, der Strom kommt von den Generatoren hier bei den Buses an und von den Buses aus wird er dann quasi an die unterschiedlichen Systeme weitergeleitet und oder die können sich besser gesagt bei diesen AC-Bussen an dem Strom bedienen und können darüber mit Strom versorgt werden. Unser AC-1 hängt am Generator 1. Und unser AC2 hängt am Generator 2. Soweit glaube ich schon mal ganz klar. Ne? Also wir haben auch hier natürlich wieder wie überall im Flugzeug Redundanz. Bestimmte Systeme hängen halt am AC Bus 1. Bestimmte Systeme, Redundanz natürlich, hängen hier am AC Bus 2. Das heißt, wenn eins von beiden ausfällt, kann immer noch der andere AC Bus zumindest einen Teil der Aufgaben hier im Cockpit noch weiterhin mit übernehmen. Ansonsten hängt an diesem AC Bus 1 standardmäßig auch der sogenannte AC Essential Bus. An diesem, also der AC Essential Bus ist auch wiederum ein Bus, also ein Verteiler für den Strom. Allerdings hängen hier an diesem AC Essential Bus, die, wie es der Name schon sagt, die essentiellen Dinge hier bei uns im Cockpit. Das heißt zum Beispiel das Kapitäns Primary Flight Display, das Kapitäns Navigation Display, das Upper ECAM Display hier oben. All diese drei Bildschirme hängen zum Beispiel am AC Essential Bus. Das heißt, sollte unsere Leistung oder unsere Stromladung, die wir im Flugzeug haben, zur Verfügung haben, mit der Zeit abnehmen und es wäre nicht mehr genug Ladung oder genug Strom für alle Systeme da, dann würde auf jeden Fall mit Priorität der AC Essential Bus versorgt werden, weil da eben die allerwichtigsten, die essentiellsten Systeme dranhängen. Natürlich kann hier unten auch unser APU Generator die Systeme mit Strom versorgen und auch unsere External Power, aber aktuell bekommen wir sie nicht angezeigt, weil wir halt keinen APU Generator laufen haben. Würde jetzt einer unserer beiden Generatoren ausfallen, also zum Beispiel Generator 2 würde ausfallen, den können wir ja einfach hier oben mal spaßeshalber ausmachen. Dann gehen wir in die Edic-Sektion, dann unter Generator 2, machen einmal den Generator aus. Dann seht ihr, wird er vom System abgekoppelt, aber der Airbus ist ja redundant ausgelegt, das heißt Generator 1 versorgt quasi den AC2-Bus gleichzeitig jetzt auch noch mit Strom. Ihr seht, hier ist eine neue Linie hinzugekommen und das Ganze eben, weil wir den Generator abgehängt haben. Wenn wir den Generator jetzt wieder mit draufhängen, dann seht ihr auch, übernimmt Generator 2 wieder AC Bus 2, Generator 1 übernimmt wieder AC Bus 1 und so weiter. Genau, ansonsten, wenn wir schon bei AC Essential waren, reiche ich jetzt gerne auch noch die Thematik vom letzten Mal nach. Da hatten wir uns ja nämlich das mal ganz kurz angeguckt und zwar haben wir in den Settings hier im FB ja die Möglichkeit auszuwählen, ob wir hier ein Feature haben wollen, das sich AC Essential Auto Switching nennt. Und das können wir entweder aktivieren oder wir können es deaktivieren. In unserem Fall haben wir es deaktiviert. Aber jetzt könnte man sich ja fragen, oder viele fragen sich vielleicht auch, was macht das denn jetzt für einen Unterschied, ob ich das System habe oder nicht. Deswegen gucken wir uns das gleich mal an. Also unser AC Essential Bus, der hängt standardmäßig am AC Bus 1. Wenn es aber unser AC Bus 1 ausfallen würde, dann würde der AC Essential Bus nicht mehr mit Strom versorgt werden, weil das Flugzeug darf nur, ohne dass wir ihm was sagen, wenn wir dieses Auto-Switching nicht haben, nur über den AC Bus 1 den AC Essential Bus versorgen. Das heißt, unser AC Bus 2, der das zwar auch könnte, der darf das aber nicht, weil wir halt dieses Auto-Switching nicht haben. Lange Rede, kurzer Sinn, wir können es ja einfach mal ausprobieren. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht komplett aus dem Himmel fallen, aber das sollte, glaube ich, noch passen, weil der
Co-Pilot, der sollte ja noch alles funktionierend haben. Also, wir gehen einmal hier in unsere Electric Failures. AC Bus 1 wollen wir failen lassen. So, AC Bus 1. Also, ihr seht ganz generell, dieses Flugzeug hat jetzt quasi nicht den AC Bus 2 als Grundlage genommen, um weiter zu fliegen, sondern hat einfach gesagt, okay, ich habe keinen Strom, also kann ich meinen AC Essential Bus nicht versorgen. Wenn wir jetzt allerdings sagen, okay, du darfst auch vom AC Bus 2 den Strom nehmen und sagen jetzt, okay, hier oben unser AC Essential Feed soll auf Alternate, dann seht ihr, auf einmal sieht unser Flugzeug wieder, wo es ist, beziehungsweise unsere Kapitänsdisplays wissen wieder, wo sie unterwegs sind. Weil wir jetzt quasi, jetzt können wir es auch wieder sehen, unseren AC Bus 2 mit dem Essential Bus gekoppelt haben. Vorher durfte das Flugzeug ja nur über den AC Bus 1 das Ganze feeden. Da AC Bus 1 ausgefallen ist, sind die ganzen Displays ausgegangen und das Ganze ist dann so lange ausgeblieben, bis wir ihm gesagt haben, okay, du darfst auch von AC Bus 2 den Strom nehmen, um den AC Essential Bus mit Strom zu versorgen. War das einigermaßen verständlich? Ich hoffe doch. Na, wenn wir es jetzt wieder ausmachen, dann wäre das ganze System entsprechend wieder kaputt. Man kann doch einstellen, dass der AC2 automatisch übernimmt. Beethoven, genauso ist es. Das ist eben dieses AC Essential Auto Switching. Das ist aber ein Feature, was nicht jeder Airbus hat. Also gerade die älteren Airbus Modelle, was ja auch übrigens dieser Airbus ist, hat glaube ich noch eine 800er Seriennummer, also eine 800er MSN, ist schon vor 2000 in den Dienst gegangen. Lol. Ach, durch das... Naja, gut. Schaut der Effekt ein bisschen komisch aus. Genau, und deswegen gibt es eben manche Airbusse, die haben diese Systeme, manche Airbusse haben die nicht. Und deswegen ist es halt wichtig, sich vor jedem Flug einmal in den Kopf zu rufen, okay, habe ich jetzt ein Flugzeug, was dieses AC Essential Auto Switching hat? Oder habe ich ein Flugzeug, was das nicht hat? Weil es kann halt durchaus, wenn der AC Bus 1 mal ausfällt, einen Unterschied machen. Entweder habe ich dann noch automatisch gleich wieder Displays oder halt nicht. Ist ja nichts ohne Grund. Welchen Grund gibt es, dass es nicht standardmäßig so eingestellt ist mit dem AC Essential? Ja, wie gesagt, das ist ja auch ein Technologiefortschritt erst gewesen. Die älteren Flugzeuge, da gab es dieses System einfach noch nicht und das kam dann erst mit der Zeit hinzu. Und das Flugzeug ist halt irgendwie so alt, dass es das damals noch nicht standardmäßig drin hatte. Und so Nachrüstsätze für Flugzeuge sind relativ teuer bekanntlich und ja. So, wir waren hier stehen geblieben. Wir haben uns jetzt also angeguckt, unser AC Essential Bus kann dank des AC Essential Auto Switchings entweder von AC Bus 1 oder von AC Bus 2 versorgt werden. Damit haben wir uns jetzt den ganzen Wechselstrom im Flugzeug oder die ganzen Wechselstromsysteme einmal angeguckt. Jetzt kommen wir zu den DC-Systemen, also zu den Gleichstromsystemen. Und jetzt haben wir gesagt, unsere Hauptquellen, die stehen alle immer hier unten. Generator 1, APU Generator oder External Power. Und all diese Systeme liefern immer Wechselstrom. Jetzt haben wir zwar auf unseren Batterien auch Gleichstrom drauf, aber unsere Batterien haben wir natürlich nicht genug Power, um die ganzen Gleichstromsysteme vom Flugzeug zu bepowern. Und deswegen haben wir diese sogenannten TRs. Weiß einer von euch, wofür TR steht zufällig? Gleichrichter, sehr gut. Transformer, ja, sehr gut. Also steht für Transformer Rectifier. Und ja, ist, wie es der Name schon sagt, ein Transformer, der nichts anderes macht, als aus dem Wechselstrom, der hier ankommt, Gleichstrom zu machen. Das heißt, unser AC Bus 1 liefert dann Strom an den Transformer Rectifier Nummer 1 und über diesen Transformer Rectifier 1 wird dann der DC 1 versorgt und der DC 1 versorgt dann wiederum den DC Essential Bus. Gleiches System haben wir, also das, na, das seht ihr hier so eine gewisse Parallele. Ne? An dem linken System hängt immer standardmäßig der DC und der AC Essential Bus und hier rechts haben wir nochmal das gleiche System, ne, aus Redundanzgründen wieder. AC Bus 2 versorgt den Transformer Rectifier 2 und der wiederum versorgt den DC Bus 2. Hier oben haben wir noch unsere Batterien, die haben wir normalerweise vom Flug auch einmal gecheckt, dass die auch funktionieren. Haben jetzt im Flug keine sonderlich große Bedeutung, weil das, was die, ihr seht hier 26 Volt bzw. 27 Volt auf den Batterien, im Vergleich dazu unser Engine One Generator mit 115 Volt, das ist halt eine ganz andere Hausnummer und deswegen, ja, die Batterien, die sind jetzt auch an, aber die tragen jetzt nicht signifikant viel zu dem Strom, den wir zum Fliegen brauchen, bei. Und zwar machen wir einmal den DC Bus 1 kaputt. Ihr seht, DC Bus 1 fault. Und was passiert?
Es springt unser Essential Transformer Rectifier ein. Das heißt, wir haben noch ein Redundanzsystem, ein drittes Backup-System. Und das springt jetzt quasi mit ein. Nachdem einer dieser beiden Transformator nicht mehr funktioniert, springt der Backup-Transformator, der Essential-Transformator hier dann entsprechend ein und stellt quasi sicher, dass auch der DC-Essential-Bus weiterhin über genügend Strom versorgt wird. Genau, so, dann machen wir den DC-Bus 1 wieder mal dran. Genau, also der Essential Transformer Rectifier, der ist quasi einfach nochmal ein baugleicher, dritter, redundanter Transformer Rectifier, der im Hintergrund dann aktiv wird, wenn eben einer der beiden anderen ausfällt, um eben sicherzustellen, dass dass vor allem halt diese Essential Buses weiterhin mit Strom versorgt werden. Jetzt könnte es uns ja dennoch passieren, dass sowohl AC Bus 2 als auch AC Bus 1 oder DC Bus 1 und DC Bus 2 gleichzeitig ausfallen. Das hätte dann wiederum das Problem oder die Folge, dass das komplett das ganze System außer von den Batterien so ein bisschen ja nicht mehr mit Strom versorgt wird. Und deswegen haben wir noch einen weiteren Generator dabei, nämlich den Emergency Generator. Der wurde vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Den brauchen wir natürlich in der normalen Operation nicht, genauso wie den Essential Transformer Rectifier. Den brauchen wir auch nur dann, wenn einer der anderen ausfällt. Unser APU Generator letztendlich versorgt aber auch unsere wichtigsten Busse, also den DC Essential Bus und den AC Essential Bus, sowie halt die wichtigsten Bildschirme hier oben, dann im Falle, dass wirklich zwei der Systeme ausfallen, mit Strom. Und das Ganze läuft dann wiederum über eine sogenannte Ram Air Turbine, also quasi so ein kleiner Propeller. Den haben wir uns neulich schon mal angeguckt. Der befindet sich hier unten in unserem Flugzeugbauch innen drin. Und wenn unser Flugzeug quasi merkt, okay, ich habe ein Elektrizitätsproblem und ich bin, ich glaube, über 100 Knoten schnell, das müsste, oder sind es 50 Knoten, auf jeden Fall, ne, wenn das Flugzeug schnell unterwegs ist, dann würde hier automatisch dieser kleine Propeller rausklappen und der würde sich dann im Fahrtwind mitdrehen. Und funktioniert dann quasi wie so eine Art Dynamo und treibt dann auch wiederum einen Generator an. Und dieser Generator versorgt dann den Emergency Generator. Und über den Emergency Generator könnten wir dann also, auch wenn wirklich hier zwei oder beide Systeme auf beiden Seiten ausfallen, trotzdem noch das Wichtigste vom Flugzeug mit quasi mit dem Strom betreiben, den wir durch unsere Ram Air Turbine, also den kleinen Propeller, der draußen am Flieger hängt, versorgen können. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht komplett an die Wand gelabert. Ich würde mal sagen, wir lassen es jetzt dabei sein. Wir haben uns jetzt noch nicht mal angeguckt, wie es innerhalb von so einem Generator ausschaut, wie es innerhalb von so einem TA ausschaut, geschweige denn, welche Systeme werden jetzt genau von welchem Bus und so weiter versorgt. Aber ich glaube, das würde auch zu weit in die Materie eingehen. Und wenn es euch genau interessiert, Smart Cockpit ist eine super Webseite, die kann ich jedem nur empfehlen, der sich so ein bisschen in die ganzen technischen Details einlesen möchte, weil da findet ihr quasi alles, was man wissen möchte. Darf ich mal fragen, woher du die Details erworben hast? Also auch diese historischen Details sind erschreckend. Dankeschön. Also zum einen kann man es natürlich in der Dokumentation von Airbus nachlesen und zum anderen hat es auch der ein oder andere Pilot schon mal erwähnt. Danke, sehr, sehr gerne. So richtig klar ist es mir noch nicht, was der Unterschied zwischen IDG 1, Generator 1 und sind das am Ende zwei Generatoren. Genau, also Dampflok. Man muss verstehen, dass bei der Luftfahrt sehr vieles auf Redundanz ausgelegt ist. Also, dass es quasi mehrere Sicherheitsstufen gibt. Wenn wir jetzt nur einen Generator hätten und dieser eine Generator würde ausfallen, dann hätte unser Flugzeug schon überhaupt keinen Strom mehr. Und deswegen haben wir quasi zwei Generatoren, die ganz grundsätzlich im normalen Betriebsmodus gar nichts miteinander zu tun haben. Du heißt, du siehst, ne, das ist alles überhaupt nicht miteinander verbunden, besteht also keinerlei Verbindung. Theoretisch könnte aber das andere System beim anderen mit aushelfen, sollte es das brauchen, weil hier irgendwas ausfällt. Und das kriegst du halt nur dann hin, wenn du dieses elektrische System so komplex miteinander verbindest. Ich glaube, was jetzt auf welchem Bus liegt, wäre jetzt LK7 und 8. Stunde. Ja, ich glaube, das sparen wir uns für heute, Piano, ne? Aber ich glaube, ganz grundsätzlich, ich habe das verstanden, ne? Der Airbus hilft uns natürlich auch immer super dabei, indem er hier auf den ICAM-Seiten immer genau anzeigt, was jetzt gerade wo dran hängt. Man muss halt so ein bisschen die Hintergründe der Systeme wissen, ne? Also dass über diese verschiedenen Bus-Systeme, sei es jetzt ein DC-Bus oder ein AC-Bus, halt die ganzen Computersysteme vom Flugzeug mit Strom versorgt werden und ist halt auch hier alles redundant ausgelegt. Das heißt, wenn das eine ausfällt, dann kann das andere System übernehmen, aber es hängt halt auch immer so ein bisschen von der Ausstattung des Flugzeuges ab. So würde ich das in Kurzfassung zusammentragen.
Ich hatte nicht so verstanden, dass IDG und Generator nicht das gleiche sind. Die sind nicht das gleiche. Nee, genau. Also der IDG, der sitzt quasi im Triebwerk unten drinnen. Der produziert quasi aus dem laufenden Triebwerk den Strom und bringt den Strom quasi zum Generator. Es ist aber schon richtig, wenn unser IDG 1 zum Beispiel ausfällt, dann fällt auch folglich unser Generator 1 aus, weil der Generator ja dann keinen Strom mehr bekommt. Also so ganz unabhängig voneinander sind sie nicht, aber man hat quasi einen IDG und einen Generator. Ich fürchte, das fliegende Klassenzimmer ist die Grundschule zu kurz. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Sucho Gracer, stay hydrated gerne, zum Wohle. So, jetzt alle die Hälfte der Leute weg, weil es ihnen viel zu tief war. Genau, und hier oben ist, ne, im Overhead ist es halt auch alles genauso intuitiv gestaltet. Ihr seht hier Generator 1, an dem hängt der IDG 1, am Generator 2 hängt der IDG 2, daran wiederum der AC Bus 2, der DC Bus 2. Und hier diese Connection vom AC Bus 2 zum AC Essential Bus, die können wir eben über diesen AC Essential Feed machen, der entweder automatisch funktioniert oder eben manuell. Hier könnten wir die verschiedenen Generatoren jedenfalls dazu schalten und hier auf der linken Seite dann das AC Bus 1 System. Hier links haben wir noch zwei Knöpfe, einmal Commercial, damit könnten wir quasi so Systeme wie Toilettenspülung, Board Entertainment und sowas ausschalten. Also wenn wir wirklich einen limitierten Strom wirklich nur noch am Flieger haben, weil wir vielleicht, weil irgendwas ausgefallen ist, dann könnten wir hier das Board Entertainment, Toilettenspülung und so etwas unwichtigere Dinge, sagen wir mal, für die Sicherheit durchaus ausschalten. Genauso wie wir hier Galley and Cabin ausschalten könnten, also dann könnte die Galley halt keinen Kaffee mehr kochen. Aber es würde halt der Strom dann anderweitig im Flugzeug zur Verfügung stehen. Hat den AC Essential Feed Alternate Schalter nur die alte Version? Nee, auch die neue Version hat den, allerdings ist dieser Schalter dann quasi so automatisch bedienbar. Das heißt, der Flieger kann dann automatisch diesen Schalter bedienen quasi. Das heißt, wir haben es jetzt aktuell deaktiviert. Du siehst, der AC Essential Feed Knopf ist da. Und selbst wenn wir es aktivieren, ist der AC Essential Feed Knopf immer noch da, nur halt mit dem Unterschied, dass der Airbus jetzt, also optisch macht es keinen Unterschied, aber jetzt könnte der Airbus quasi selber hier die Quelle wechseln.